Ist der Wochenausklang ermutigend oder ist er es nicht? Gucken wir uns mal den DAX an. Tatsächlich sieht es hervorragend aus, was ich da sehe. Gefällt mir, denn es gibt uns Mut, dass tatsächlich die bärische Seite die stärkere ist und dass auch am Wochenende oder kurz vor dem Wochenende nicht wirklich Gewinnmitnahmen stattfinden. Und wir eigentlich eine richtig schöne starke Bewegung hier hatten. Wenn wir uns das mal angucken, jetzt zum Beispiel im 15-Minuten-Chart, dann sehen wir richtig tolle Aufwärtsbewegungen, klare Schübe, Unterbrechungen zwischendurch, die sind erlaubt, die müssen auch mal sein. Aber wir sehen so diese Gegenbewegungen, die sind alle im Moment noch relativ weit voneinander entfernt. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, denn das bedeutet, dass man eigentlich mehr Schub und Druck in eine Richtung hat. Ja, Schub und Druck, naja, wie auch immer. Auf jeden Fall geht es in eine Richtung und die scheint aktuell eben nach oben zu sein. Und das bedeutet, dass wir eine relativ realistische Chance haben, dass wir auch das alte Zwischenhoch, wir sehen das hier auf Tagesbasis aus dem Sommer hier, tatsächlich dann angreifen werden. Wer ein bisschen harmloser unterwegs ist und gar nicht so die ganz kurze Ebene anguckt, der sieht aber auch, dass wir hier im Stundenchart etwas getriggert haben. Das muss natürlich nicht sein, das ist aber so ein typischer Einstieg, wie ich das gerne verwende. Also das wäre hier auf jeden Fall auch eine Indikation dafür, dass der Markt beste Chancen eben jetzt auf dem Aufwärtsast hat. Und wir sind auch, was die Indikation hier angeht, der Oszillator so weit unten, es spricht eigentlich nicht wirklich was dagegen. Bleibt nur zu hoffen, dass vor dem Wochenende, na, das ist beim DAX schon so gut wie Geschichte, aber dass vor dem Wochenende in Amerika oder dann eben nach dem, oder am Wochenende nicht irgendwelche ganz doofen Nachrichten eben passieren. Gucken wir nochmal einmal über den großen Teich, was der Dow Jones so in etwa macht. Und da ist das Bild eigentlich grundsätzlich ähnlich. Also auch hier so dieses Hängende, auch hier so ein bisschen dezent. Wir sehen im Stundenchart hier ebenfalls so dieses Zwischenhoch, dort allerdings noch nicht gerissen. Denn das Eigenartige ist, dass diese Bewegung, die wir hier haben, ich mache das mal noch ein bisschen nackig hier, so sah das eben aus, dass die Bewegung, die hier von dem Tief ausgehend unterwegs ist, ja noch nicht so richtig viel Schwung hat. Also man traut in Amerika dem Braten noch nicht ganz so sehr, woran es liegen wird. Wir werden es wohl abwarten müssen. Der Oktober kommt, das Quartal geht zu Ende. Da will man vielleicht dann gegen Ende auch nicht mehr unbedingt da so richtig Gas geben. Möglicherweise liegt es dann auch daran, dass man eher die Position dann glattgestellt hat, sagt, okay, wir haben das Ergebnis eingeloggt und werden erst im neuen Quartal dann wieder richtig loslegen. Das wäre zumindest mal denkbar. Aber es fängt ja schon gleich wieder mit zwei spannenden Situationen in der nächsten Woche. Haben wir am 1. Oktober, das ist der Dienstag, wenn ich das richtig im Kopf habe, das 70-jährige Jubiläum der Volksrepublik China. Und das ist insofern nicht ganz uninteressant, als dass wir da vielleicht ein bisschen absehen können, wie martialisch die Militärparaden da laufen. Ist das ein, hey, wir haben den dicksten Militärapparat, nur dass wir von der gleichen Sache reden. Oder wir machen einen auf, ja, wir können, wir sind schon da, aber wir wollen doch hier für Frieden und Ausgleich und Gerechtigkeit und die friedliche Koexistenz verschiedener Systeme eben Werbung machen. Und die Volksrepublik China, die natürlich stark wäre, aber natürlich gar nicht das Interesse hat, da irgendwie negativ aufzufallen. Das werden wir nächste Woche sehen, wie da die Argumentation ist und vor allen Dingen auch, wie Trump darauf reagieren wird. Und das kann sein, dass das den nächsten Schub eben indiziert oder induziert. Und in dem Fall sieht es charttechnisch zumindest mal eher aus, als ob der Markt es eher nach oben erwarten würde, weshalb der Markt jetzt eben nur schwach nach unten kommt und nicht stark und schnell hier die Bewegung hat. Also auch das ist eher ein positives Zeichen. Ich würde das jetzt nicht super negativ sehen. Wenn ich mir was wünschen darf als Charttechniker, würde ich sagen, kommt, dann mach doch nochmal ein neues Tief, damit das letzte Tief dann hier ist. Dann haben wir nämlich auch den Trigger hier auf dem danach liegenden hier. Und dann hätten wir die Chance, hier wirklich etwas Steiles zu bekommen, auch wenn ich das jetzt natürlich so rum hätte zeichnen müssen. Genau. Und nicht irgendwie sowas verwurstelt, verkrautetes. Also das wäre jetzt ein Wunsch. Es geht allerdings leider nicht immer nach meinen Wünschen, aber das mal so als Hintergedanke. Trotz alledem, auch hier die All-Time-Highs, die 5, ob die so weit geht, das wissen wir noch nicht, aber irgendwo oberhalb des Sommerhochs und damit des All-Time-Highs scheint mir sehr realistisch. Also, gar nicht so schlechte Voraussetzungen. Für vor dem Wochenende muss ich gestehen, allerdings ist mein Blick auf Amerika, sagen wir mal, nicht der super bullische. Dafür ist der heutige Dow Jones, wenn ich mir den angucke,
einfach zu langweilig. Also das ist noch von gestern, das ist jetzt von heute mit dazu. Das ist einfach noch nicht der Burner. Aber was vor dem Wochenende nicht sein kann, kann ja die Vorbereitung für das passieren, was im Nachhinein dann passiert. Drücken wir uns da also die Daumen. In diesem Sinne wünsche ich erstmal ein wunderschönes Wochenende und dann bis bald wieder an den Märkten.